Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Hm? Sie. Sonderzustellung wird erledigt. Diese Aufgabe machen wir jetzt noch. Das ist jetzt nicht so der Akt, das ist schnell gemacht. Ich werde mir vielleicht... Naja, es sind noch so die kleinen Dinge, wo ein bisschen schwierig sind bei Assassin's Creed. Die Aufgabe werde ich jetzt mit ein bisschen Zeit erledigen. Ich glaube, die dauert jetzt keine 10 Minuten. Aber ich möchte euch ja einiges von der Stadt noch zeigen. Ja, also wenn ihr irgendwann mal in Florenz sein solltet und dieses Spiel gespielt habt, werdet ihr wahrscheinlich einige Situationen oder einige, wie soll man es nennen, Objekte, ja, nennen wir es mal Objekte, kennen, die es hier in dem Spiel gibt, weil hier tut Ubisoft sich eigentlich immer selbst übertreffen. Bist du Giovanni's Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht. Ja, bei Frauen weiß man ja nicht. ja, die Jungs von Ubisoft machen sich halt immer einen riesen Aufwand, um die Städte so detailgetreu wie möglich abzubilden. Es war schon so in Assassin's Creed, wo sie in den entsprechenden Städten waren. Mir fallen jetzt gerade leider keine Namen ein. Aber das ist wirklich so, wenn man sich jetzt eine Doku zufälligerweise über Florenz angucken sollte, wird man diese Kathedrale hier definitiv wieder erkennen, weil diese halt so detailgetreu sind. Oder diesen Glockenturm, den wird man auf jeden Fall auch wieder erkennen, weil das ist wirklich so detailgetreu nachgemacht in dem Spiel, dass man einfach nur sagen kann, wow. So nach dem Motto, da war ich schon mal. Hier drüben. Ja, ich bin schon da, Herr Dieb. Ich habe eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Sie. Ja. Wurde die verfolgt? Nein. Nein? Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück, erklärt euch. Das wird jetzt so, sozusagen das Anfang vom Ende. Wir werden... Also das war jetzt ein Dieb. Die vorherigen zwei waren eine Prostituierte, wie man ja schon wahrscheinlich gesehen hat, und ein Bettler. Und jetzt müssten wir eigentlich den Taubenschlag machen. Also es gibt diese drei Fraktionen, Bettler, Diebe und Prostituierte. Die Prostituierten können halt auch hilfreich sein, nicht nur für das eine, sondern auch um Wachen abzulenken und so weiter. Entschuldigung. Okay, da ist irgendwas im Busch. Wir sollten auf jeden Fall schnellstmöglich zurück zu unserem Vater. Was wir jetzt auch machen werden. Ohne Rücksicht auf Verluste. Weil wir müssen uns wirklich beeilen, weil da wird jetzt einiges geschehen, wo prägend sein werden für Ezio. Und deswegen ein bisschen schneller werden. Nein, wir machen jetzt keine Botengänge, auch keine Schlägerei. Wir müssen hier lang. Und ich bin jetzt erstmal still. Vater? Federico! Oh! Serezio, es tut mir so leid, so leid. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis. Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio. Claudia. Geht es dir gut? Ja, aber Mutter... Sie hat einen Schock. Als sie sich wehrte, sie... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja,
Ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt Acht, Serezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Ach, scheiß drauf, das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Das will ich unbedingt in der Aufgabe machen, weil es ist der prägende und signifikante Punkt in Ezios Leben. Und deswegen, das müssen wir jetzt noch zusammen durchziehen, bevor wir jetzt eine Pause machen. Und deswegen werde ich mich entsprechend auch beeilen, die Aufgabe zu erledigen. Lalala, immer schön auf der Seite laufen. Und verstecken. Und irgendwie vorbeilaufen. So, wir gehen jetzt die Mauer hoch. Irgendwie. Ich muss jetzt überlegen, wie ich da am besten hochkommen könnte. Ich glaube hier. Ja, hier kommen wir bis ganz nach oben. So. Da wäre auch eine Feder für unser Bruderherz. Aber diese ignorieren wir erstmal. Wir gehen jetzt erstmal zu Vater, um mit ihm zu sprechen. Dass der uns nicht sieht, das wundert mich jedes Mal. Aufs Neue, wenn ich das Spiel spiele. Ah, Kurva. Geh hoch. Ja, wir schaffen das, bevor er uns hier weiter anmeckert. So, noch ein Stückchen. Hoch, 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 hoch. Ja, jetzt hat er uns eh aus dem Trigger verloren. Oder er ist nicht mehr auf uns getriggert. Vater, was ist passiert? Ein bisschen prügeln, sonst geht's mir gut. Ja. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Annette? Ja, wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Ja. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sagt mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. Ja, auf ins Haus der Auditore. Wir nehmen den schnellen Weg über einen Todessprung und rennen jetzt in das Haus zurück. Wir nehmen einen kleinen Umweg wieder mal über die Dächer. Über die Dächer von Florenz. Damit wir nicht entdeckt werden von unseren bösen Gegenspielern. Und ich sollte ein bisschen schneller sein. Gut, es ist jetzt kein Rennen auf Zeit, aber trotzdem. Weil es ist so, wie schon gesagt, wirklich ein kritischer Punkt in Ezios Leben. Den will ich jetzt halt wirklich noch euch zeigen in der ersten Aufnahme. Komm hoch, ja. So, jetzt sind wir im Hause, oder auf dem Hause. Wir springen einfach mal salopp runter. Verlieren ein bisschen Leben, aber das ist jetzt egal. Gehen in das Büro unseres Vaters. Giovannis Dokumente finden und sie Umberto Alberti übergeben. War das jetzt richtig? Ja. Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Wir nutzen das Adlerauge, um das herauszufinden. Gehen voraus, schalten das Adlerauge aus und drücken. Und wir betreten die Geheimkammer von Giovanni Auditore. Sieht recht unprotzig aus, aber in der Kiste sind die Dinge, die Ezios Leben ab sofort komplett verändern werden. Und natürlich die wunderschöne Musik
von Assassin's Creed dazu. Der Assassinenanzug. Da hat er gerade graue Haare. Komisch.